Glaubst du, dass es Sinn macht, dass ein unerfahrener Golfer mit einem Holz 5 oder Holz 3 vom Boden spielt? Das werde ich heute beantworten. Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, ich freue mich, wie diesen Kanal wächst. Das ist Wahnsinn und ich danke dir dafür. Ich darf diese Woche 4 Golfer trainieren, die mich besucht haben hier in Lüttelsburg. Die spielen nicht so lange Golf und leider finden sie auch nicht wirklich Zeit, um Golf zu spielen. So, ihr Handicap ist noch hoch im 50er Bereich. Nur wir haben alles Mögliche trainiert, das kurze Spiel, das Eisen 7, der Driver und eine Teilnehmerin, die nicht so gute Längen hat, wollte von mir wissen, wie es mit dem Holz vom Boden geht. Ich habe ihr erklärt, es ist wahrscheinlich besser, wenn man den Schwung so richtig mit dem Eisen trainiert, mit dem Eisen 8, aber dass wir das gerne ausprobieren sollten. Und was passierte, war ziemlich interessant. Oh, ein Sturm kommt gleich. Ich habe ihnen erstmal gesagt, wir müssen einen Weg finden, dass wir den Ball hier am Sweet Spot treffen. Ich habe hier ein Holz 5 übrigens. Der Schläger ist lang, wir stehen weit weg vom Ball, weil der Schaft lang ist. Aber die Tatsache, dass der Schaft lang ist, wird natürlich Schlägerkopfgeschwindigkeit produzieren, was positiv ist. So, um den Ball mittig zu treffen, ist es wichtig, dass der Wirbelsäulewinkel ziemlich konstant bleibt. Wir wollen nicht aufstehen oder zur Seite gehen. Dann habe ich Ihnen was gesagt, was für Sie etwas überraschend war. Ich habe gesagt, um gerade zu bleiben, müsst ihr euch mehr bewegen. Und was ich da gemeint habe, wenn die Hüfte steif bleiben, dann passieren nicht so gute Dinge. Dann merkt man, dass man nur so weit kommt. Man ist dann gezwungen, aus der Achse zu kommen. Und dann sieht es so aus. Irgendwie habe ich diesen Ball getroffen, aber glaube mir, von hier den Ball zu treffen, das fühlte sich super schwierig an. So, was mache ich, meine ich, mit mehr bewegen? Man sollte die Hüfte mehr drehen, dann hat man viel mehr Bewegungsfreiheit und dann ist es einfacher und nicht schwieriger, gerade zu bleiben. Dann habe ich Ihnen gesagt, ich möchte, dass ihr euren schönsten, ruhigsten Schwung überhaupt macht. Und natürlich wurde nicht jeder Ball getroffen, aber als mein Schüler einen guten Schwung gemacht hat, einen schönen Schwung mit viel Hüftdrehung und gerade Wirbelsäule und schön Balance, habe ich gesagt, super Schlag. Aber dann hat ein meiner Schüler gesagt, aber mein Ball ist nicht geflogen. Dann habe ich ihm gesagt, achte erstmal nur auf deine Haltung, auf deinen Rhythmus und du wirst langsam die Bälle Besser. besser treffen. Und das taten sie alle. Die merkten, dass mit diesem Holz sie mit einem ruhigen Schwung den Ball genauso weit bekommen wie ein perfektes Eisen 7 zum Beispiel oder Eisen 6. Sie müssten auch nicht den Ball perfekt treffen. Ich habe Ihnen erklärt, dass wenn Sie den Boden mit der Sohle treffen, dann wird der Schläger nicht hängen bleiben. Und um den Ball mit der Sohle zu treffen, muss man die Hände locker haben. Gucke, wie locker ich bin. Vielleicht sagst du, ich will nicht löffeln wollen. Das ist eine gute Frage. Aber du willst nicht löffeln, wenn du von hier mit deiner linken Seite führst und die Hände einfach kommen lässt. Und dann hast du wirklich viel Puffer. Du kannst auch dann den Boden ein bisschen zu früh treffen und du wirst gut treffen. So, nach 20 Minuten waren wir alle so begeistert. Die haben wirklich hübsch geschwungen. Guck mal, hier ist ein Video von ihnen. Jawohl, noch ein Tick langsamer. Sehr schön. Da waren schöne Schwünge. Gut. Gut.
die ihre Balance verbessern. Sie haben besser getroffen. Und ich muss sagen, das ist zumindest beim Training ein Schläger, den man ausprobieren sollte. Und dann vielleicht auf den Platz auch. So, falls du Zeit hast und so einen Schläger hast, probier es aus auf der Range, genau wie ich beschrieben habe, und schreibe unter in den Kommentaren, wie es dir gelaufen ist. Bis nächste Woche. Tschüss.